Okay, es geht weiter mit Super Kaizo Mario X. Jetzt bin ich mal gespannt. Hör, das ist diese ganz komische Musik. Die wäre theoretisch in The Invasion, in dem ersten, in der Wasserwelt gekommen, wenn es nicht unmöglich wäre, als Link dahin zu kommen. Also könnte ich vielleicht auch mal sagen, was erwähnen. Für diejenigen, die sich fragen, warum es mit dem Original The Invasion nicht mehr weitergeht, liegt das daran, dass es als Link einfach mal unschaffbar ist. Leider. Ich habe nämlich mittlerweile gesehen, wie lang dieses Level noch gewesen wäre. Und was da noch alles gekommen wäre. Und man wird das jetzt vielleicht nicht glauben. Aber ich war nicht mal zur Hälfte durch. Bei meinem besten Versuch. Wo ich sehr lang alles richtig gemacht habe. Das Level wäre noch ewig gegangen. Und wenn ich dann nämlich irgendwie durchgekommen wäre, dann hätte es danach noch viele mehr Japaner-Levels gegeben, die überhaupt nicht schaffbar sind. Ach so, das ist nur für diesen Schalter da, okay. Toll, da habe ich ja was von. Und ich traue natürlich auch hier dem Wasser wieder nicht. Nämlich in The Invasion, da war es so, dass es in den ähnlichen Welten, also die dieser hier ähnlich gesehen haben, auch jeweils falsches Wasser war, wo man stirbt, wenn man es berührt. Weil man nicht drin schwimmen kann. Vielleicht gab es ja damals noch kein richtiges Wasser, sondern nur die Textur. Man da unten, wo er jetzt auch irgendwie hinkommen kann, aber wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt mal wissen, was da oben ist. Das bringt's ja. Checkpoint wäre mal nicht schlecht. Hier kann ich mal gucken, ob das wirklich... Ja, ist Wasser, zum Glück. Jo, nein. Das noch. Nein! Verdammt, jetzt habe ich verloren. Jetzt wird er mich fertig machen. Ja, Glück gehabt, ich habe ihn fertig gemacht. Und jetzt geht der Lag wieder los. Boah, aber sogar mal wieder ganz arg. Jetzt laggt das ja sowas von. Ja, aber da oben ist das Ziel. Cool. Schluck, schluck. Ja, genau 30.000 Punkte. Hier gibt's auch ein Geisterhaus. Und ein Invasionslevel. Was? Oh nein, es ist ein Invasionslevel. Warum bin ich denn so blöd? Und reiße immer meine vorlaute Klappe auf. WTF, jetzt kommt ein Invasionslevel. Oh nein, die gibt's ja auch. Ich habe gehofft, dass es sie hier nicht geben wird. Wie hat denn der gerade eben den Koopa geworfen? Boah, fast hätte ich mich selber getroffen. Und die hier kann er aber nicht tragen? Ah, doch. Immer diese Invasionslevels. Warum kann der denn die Koopas nicht richtig werfen? Das hätte vielleicht einen abgegeben.
Oha! Da ist mit Sicherheit was drin, oder? Ich müsste halt nur noch in der Lage sein zu werfen. Aber leider ist er das nicht. Nein, verdammt! Oh nein, ich krieg das Fragezeichen noch nicht mal, weil ich mich so blöd angestellt habe. Das heißt, ich werde jetzt failen. Toll, gerade so. Mann, ey. So schwer ist es doch gar nicht. Obwohl es ein Invasionslevel ist. Aber wenn ich mich blöd anstelle, dann schaffe ich nicht mal so was Einfaches. Wobei, warum kriegt man eigentlich immer eine verdammte Feder in den Invasionslevels und ich mal was irgendwas Gescheites? Wahrscheinlich ist es so ein nerviges Prinzip, dass es einfach immer gibt. Dass es in Invasionslevels nur Federn als Power-Ups geben darf oder so. Toll! Ja, gerade so zu früh aufgehört zu blinken. Ich glaube, ich verschiebe dieses Level erstmal, weil es nämlich bastardig ist, wie alle Invasionslevels. Ich mache stattdessen das Geisterhaus. Wetten wir, dass das hier kein Wasser ist? Na doch. Bringt mir aber nichts. Außer, dass ich jetzt gleich von einem Geist getroffen werde, wenn es so weitergeht. Toll. Kann ich gleich vergessen, wenn sowas passiert. Auch ohne zu wissen, was da noch kommt. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen nobig, glaube ich. Vielleicht sollte ich für heute Schluss machen. Huh? Okay, und jetzt? Aufgeben oder was? Was zum Teufel? Wie geht's denn hier entlang? Wir warten jetzt aber nicht ernsthaft, dass ich so wie in Kaizo Mario mit Drehsprüngen da hochkomme, oder? Nee, unmöglich. Ich muss also anscheinend entweder das Invasionslevel irgendwie schaffen. Oder was Unmögliches in diesem Kaizo-Mario-Level hier. Also es geht mit Sicherheit irgendwie, aber ich habe jetzt auch nicht den Nerv, das rauszufinden. Warum mache ich denn diesen Fehler immer? Ich wollte gar keinen zweiten Sprung machen. Natürlich ist es wieder mal so, wie es in Invasionslevels halt so üblich ist, dass wenn es mal ein Power-Up gibt, also eine Feder, dann ist das sehr selten der Fall. Warum springt denn der immer so beknackt? Das kann doch nicht sein. Das habe ich schon wieder verloren eigentlich. Also eigentlich könnte ich mich jetzt gleich wieder killen. Toll. Jetzt wollte der nicht nach links gehen. Also man sieht schon, es geht wieder alles schief, was schief gehen kann. Und mein Finger tut schon wieder so weh. Ey, ich will einmal diese blöde Feder hier behalten können, obwohl die nichts bringt. Es ist aber auch so blöd und macht dann noch einen Sprung. Anstatt einfach nur zu fliegen. Ist der so blöd, ey. Ich hätte als Peach spielen sollen. Weil der passiert das nicht. Na, hier aufpassen, weil der nämlich wieder so völlig unrealistisch zurückkommt.
Also derjenige, der sich die Flugbahn von diesen Kopas ausgedacht hat, der hat vermutlich in Physik immer eine 6 gehabt. Vor allem, was sollen denn diese Flügelblödmänner, die genauso springen wie Kopas? Was mache ich denn jetzt schon wieder für einen Mist? Wenn so weitergeht, schieße ich mich noch selbst ab. Ich habe nochmal Glück gehabt, dass ich geschafft habe, da hochzukommen. Das bringt mir nur leider nichts. Man kriegt diese Fragezeichen einfach nicht. Diese verdammten Fische da unten die ganze Zeit. Die stören voll. Das hat man wahrscheinlich auch absichtlich so gemacht, dass die Flugbahn von den Kopas unberechenbar ist. Und der ist ja natürlich genau so gekommen, dass ich getroffen werde. Toll. Ich cut einfach mal.